Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier von oder hier in Jurassic World Evolution. Und wir schauen uns heute dieses wirklich super interessante Unterwasser-Lebewesen an. Das ist der Camerocerus. Ich glaube, das ist ein prähistorischer Riesenkalmar, wenn mich nicht alles täuscht. So mit diesem riesigen Gebilde über dem Auge oder dem Kopf. Das sieht schon krass aus, ne? Diese Tentakeln. Dem will man auf jeden Fall nicht begegnen, wenn man tauchen ist oder unter Wasser ist. Das Auge sieht auch mega gruselig aus. Da muss ich mal einmal ranzoomen. Oh mein Gott. Erinnert mich ein bisschen an das Auge von Herr der Ringe. Crazy, wie gut das Model schon wieder ist. Bin ich echt beeindruckt. Das sieht auch allgemein von der Maserung und Farbe sehr cool aus. Also da haben die Modder wieder tolle Arbeit geleistet. Und ich finde es auch beeindruckend, wie gut er sich bewegt unter Wasser. Finde ich gar nicht so schlecht. Ist natürlich nicht perfekt, das ist ja alles ein bisschen steif hier, das Ganze da oben. Aber man muss halt überlegen, ne? Also so als Bewegungsmodell hat man halt den Elasmo genommen. Und der ist ja komplett anders. Dafür finde ich es gar nicht schlecht. Kommt auf jeden Fall sehr gruselig rüber. Aktuell ist es leider noch so, dass diese Mods andere Unterwasserlebewesen überschreiben. In dem Fall halt den Elasmo. Neue Spezies-Mods gibt es leider noch nicht. Aber wird dann hoffentlich bald kommen. Oh, ist der gruselig. Finde ich cool. Oh, da kommt gerade ein weißer Hai. Das ist ganz gut. Dann können wir mal kurz pausieren. Und dann kann man vielleicht mal den Größenunterschied ein bisschen sehen. Also der ist schon riesig. Wenn ihr den weißen Hai daneben seht. Der ist schon echt groß. Bin mal gespannt, ob der den gleich vielleicht mal angreift oder frisst. Das würde ich gerne mal sehen. Sieht bestimmt richtig komisch aus, weil der greift ja bestimmt hier oben mit dem Teil an, weil das ja eigentlich der Kopf ist. Oh, an der Oberfläche können wir den auch mal sehen. Dann sieht man mal ganz gut die Farbe. Wow, wie der aussieht. Unter Wasser sieht das halt immer komplett anders aus. Voll krass. Aber cooles Model. Sieht echt nice aus. Sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Alien, muss ich sagen. Ich finde es einfach super nice, dass die Modding-Szene für Jurassic World Evolution 2 jetzt schon jeden Tag neue Mods rausbringt. Das ist richtig cool. Ging echt viel schneller als gedacht. Und die Mod ist natürlich auch für euch wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ich es noch nicht gesagt habe. Der ist übrigens sogar mit Bild und allem eingepflegt worden. Ich kann euch das mal zeigen. Mal hier drauf gehen. Da seht ihr das. Der Name wurde leider nicht geändert. Das liegt wahrscheinlich aber daran, dass ich das Spiel auf Deutsch habe, gehe ich von aus. Also wenn man es auf Englisch hat, wurde wahrscheinlich auch der Name geändert. Da ist er halt für den Elasmosaurus. Camerocerus heißt er. Das ist echt cool, das Bild. Das passt hier auch richtig gut rein. Wenn da der Name angepasst ist, sieht es fast so aus, als wenn er wirklich original zum Spiel dazugehört. Ich würde sagen, wir lassen den jetzt auch nochmal gemeinsam einmal frei mit einem anderen Skin. Vielleicht sieht er farblich dann noch anders aus. Was auch schön ist mittlerweile, man kann mit Wiimote das Ganze hier wieder beschleunigen mit dem Ausbrüten, weil das ist ja mal ein bisschen lästig im Sandkastenmodus. Wo ihr seht, das geht hier alles ohne Cut, instant. Und dann können wir ihn direkt freilassen. Also wenn euch das nervt im Sandbox, ladet euch Wiimote runter und dann könnt ihr da einige Sachen einstellen, um das Spiel etwas, ja, ich sag mal, anzupassen, wie man es gerne hätte. Da ist er. Ist aber der gleiche Skin. Also da scheint es aktuell auch nur einen Skin zu geben. Das sieht so weird aus. Okay, die Bewegung sieht schon sehr unnatürlich aus, muss man sagen. Ich finde es trotzdem irgendwie cool. Ich glaube, wenn das hier sich echt noch ein bisschen mehr bewegen würde und so, dann wird das schon cool aussehen. Das ist aktuell so das einzige Problem, glaube ich. Ich finde es cool, dass sich auch so diese Tentakeln da unten so ein bisschen auseinander bewegen. Und nach dieser wirklich sehr interessanten Mod schauen wir uns noch eine weitere Mod an für den Tylosaurus. Denn auch hier gibt es noch ein anderes Model.
welches auch komplett anders aussieht. Das ist das. Moment, ich schaue nochmal kurz nach. Ah, ich bin doof. Natürlich ist es Jurassic Park The Game. Also von Jurassic Park The Game das 1993 Design von dem Tylosaurus. Sieht mega cool aus. Habt ihr bestimmt direkt erkannt und ich wusste es nicht, weil ich es nie gespielt habe. Auf jeden Fall super interessant. Und funktioniert auch von den Animationen echt gut. Oh, die Zähne sind ja riesig. Die Haut auch glänzt. Voll cool. Und ich muss sagen, ich finde es cool. Aber ich glaube, das passt nicht von der Optik so gut in dieses Spiel. Also irgendwie ist es von... Im Grafikstil und so passt es nicht so perfekt hier in Jurassic World Evolution 2. Aber schlecht finde ich es nicht. Auf gar keinen Fall. Sogar sieht ziemlich cool. Und dann hier im Hintergrund schwimmen noch die Riesenkalmare rum. Ich finde auch hier diese Stacheln oder Knochen, die da hinten rausgucken, sehr cool. Und eine dritte und letzte Mod schauen wir uns auch noch an. Und zwar ist das der Larger Mosasaurus. Man sieht schon eindeutig, dass der größer ist. Schaut mal hier. Wenn er schon released wird, schaut da hinten schon Schweifflosse und alles raus. Ey, wie riesig der ist. Das ist unglaublich. Den habe ich mir vorhin auch schon angeguckt. Und ich finde das cool, dass er so groß ist. Aber man muss sagen, dass gerade hier hinten sieht man, die Bewegung ist dann schon ein bisschen übertrieben. Schaut euch mal den Größenvergleich jetzt an. Normalerweise ist der Tylo ja nur einen kleinen Ticken kleiner als der Mosa. Und jetzt ist er einfach viel kleiner. Das ist so heftig. Aber schlecht finde ich es jetzt nicht. Also es sieht manchmal echt ein bisschen übertriebener aus, wenn er da umrudert. Seht ihr, was ich meine? Alter, ist das groß. Richtig heftig. Oh, ich glaube, jetzt ist es soweit. Jetzt taucht er ab. Ich glaube, das muss ich mal eben von außen angucken. Ich glaube, dann haben wir eine bessere Sicht, wie riesig der ist. Ich mach mal so. Und dann play. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Oh mein Gott. Sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Der schnappt da sogar wirklich mit dem Mund zu. Der ist einfach gigantisch. Der guckt halt gerade mal so ein bisschen mit dem Kopf raus. Oh, crazy. Ich habe ehrlich gesagt aber auch keine Ahnung, welche Größe denn so die richtige ist. Ist der Original Mose aus dem Spiel zu klein? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Weil der kommt mir schon sehr gigantisch vor. Weil das sind jetzt wie viele Becken? 1, 2, 3, 4, 5 sind das. Und die sind ja gar nicht so klein, diese Becken. Der Mose ist jetzt einfach viel zu groß. Da müsste man noch viel mehr Platz für den bauen und schaffen. Guck mal hier, das sind die Tylos im Vergleich. Die sehen einfach winzig aus. Mega krass. Oh, ich glaube, da passiert gerade was. Das gucken wir uns aber jetzt auch noch an. Okay, die Animationen funktionieren dann natürlich nicht mehr ganz so gut. Aber passiert. Oh, da passiert, glaube ich, noch was. Wait, jetzt geht's hier richtig rund. Okay, ist leider doch nichts mehr passiert. Aber Leute, das soll's fürs heutige Video gewesen sein. Wir haben uns diese drei Mods angeguckt. Einmal der Cameroceras, dieser riesige Urzeitkalmar. Dann hatten wir den 1993 Jurassic Park The Game Tylosaurus. Und wir hatten den extrem riesigen Mosasaurus. Diese drei Mods hatten wir heute. Die sind alle unten verlinkt in der Videobeschreibung. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch die Mods gefallen.
Ich finde das richtig cool, dass wir so viele Mods kriegen und freue mich über jede weitere Mod. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.